شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Geschwister im Islam. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wa sallam sagte: Man yu'minu billahi wa bil yawm al-akhir falyukrim dhayfa. Derjenige, der an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt und an den jüngsten Tag, soll seinen Gast großzügig behandeln. Und so kommt mir die Ehre zuteil, Ihnen heute einen hochrangigen und einzigartigen Gast ankündigen zu dürfen. Einen Gast, der jedes Jahr wiederkehrt und viele warme Gefühle in uns erweckt. Einen Gast, der Güte, Gunst, Vergebung, Rechtleitung und viele Weisheiten mit sich bringt. Er wird für einen Monat bei uns weilen und mit uns die schönsten Momente verbringen. Ja, es ist der ehrenvolle Monat Ramadan, der an unsere Türen klopft. Dieser Monat ist von äußerster Wichtigkeit in der Geschichte und dem islamischen Kultus. Was die Geschichte anbelangt, so führt Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Fasten eine Kultushandlung fort, die er schon in früheren Buchreligionen wie dem Judentum und dem Christentum als solche definierte. Und was das Fasten im Monat Ramadan anbelangt, so erhob Allah subhanahu wa ta'ala diese Kultushandlung zu einem der fünf Pfeiler des Islams und somit zu einer Pflicht für jeden Muslime. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Das Fasten wurde euch auferlegt, so wie es jenen auferlegt wurde, die vor euch hergingen. Und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um sie auf eine der vielen Weisheiten aufmerksam zu machen, die oft in Vergessenheit gerät. Einer der wichtigsten Bestandteile des Fastens ist Al-Imsak, die Enthaltung. Sie enthalten sich vom Essen, vom Trinken, der sexuellen Beziehung zum anderen Geschlecht, alles Handlungen, die ihnen prinzipiell erlaubt sind und zu den natürlichen Bedürfnissen eines Menschen gehören. Und dennoch verzichten sie auf diese, um Allahs Gebote zu befolgen. Somit soll ihnen unter anderem auch nahegelegt werden, dass sie so mehr fähig sind, als dass sie glauben. Sie müssen es nur wollen. Genau hier möchte ich anknüpfen. Sie sind fähig, in diesem Lande ihre Religion umzusetzen. Sie stolz zu zeigen. Stolz zu zeigen, dass sie Muslim sind. Sie sind fähig, Hemmungen und Ängste vor möglichen Konsequenzen aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit zu durchbrechen und diese in Kauf zu nehmen. Sie müssen es nur wollen. Geschwister im Islam, Muslim zu sein, zu beten, zu fasten, die islamische Kleiderordnung einzuhalten, ist keine Schande. Es ist eine Ehre. Und daher lege ich all meinen Geschwister in diesem Land, den geehrten Vertreter muslimischer Gemeinschaften, ans Herz, aus den Weisheiten Ramadans Lehren zu ziehen. Nicht umsonst sind wir im Gebet geeint, Schulter an Schulter, in einem festen Rang. Und nicht umsonst kommen wir alle zusammen und brechen das Fasten gemeinsam zur gleichen Zeit. Nein, genauso geeint, wie wir da sind, sollten wir auch gegen die zunehmende Islamophobie vorgehen. Seit der Minarett-Initiative haben islamophobe Vorfälle eine starke Steigung erlebt. Immer wieder wird versucht, den Islam als rückständig, unzivilisiert und gefährlich darzustellen. Dass Muslime einer harschen Diskriminierung ausgesetzt sind, ist schon durch unsere Bundesverfassung allzu deutlich. Doch mittlerweile reichen die Auswirkungen der Islamophobie und der Diskriminierung schon weit ins alltägliche Leben eines Muslimen. Mohammed, Ahmed, Fatima und Khadija haben es schwer auf dem Arbeitsmarkt, selbst auf dem Wohnungsmarkt. Frauen mit islamischer Kleidung wird der Zugang zur Arbeit als Lehrperson verweigert. Frauen mit islamischer Kleidung verlieren ihre Arbeitsstelle, werden beschimpft. Ja, diese Vorfälle und solche ähnlicher Natur häufen sich und bleiben zu oft verschwiegen, weil man sich dafür schämt oder sich vor Konsequenzen fürchtet. Brüder und Schwestern im Islam, so wie sie das Fasten brechen,
sollten sie das Schweigen über diese Missstände brechen. Findet Mut, im Ramadan über diese Hürden hinwegzuspringen. Denn genauso wie der Antisemitismus ein Verbrechen gegen die Menschheit ist, ist es auch die Islamophobie. Und so rufe ich die geehrten Geschwister und Vertreter der muslimischen Gemeinschaften und alle Muslime in diesem Lande dazu auf, geballt gegen dieses Verbrechen vorzugehen und somit zur Bewahrung des friedlichen Zusammenlebens in dieser pluralistischen Gesellschaft beizutragen. Denn wie ihr wisst, über Islamophobie verhandelt man nicht, man bekämpft sie. Und so wünsche ich euch, Geschwistern im Islam, trotz all den langen und heißen Tagen einen friedlichen und segenreichen Fastenmonat, Ramadan Mubarak. Allah subhanahu wa ta'ala segne sie, Allah subhanahu wa ta'ala segne die islamische Gemeinschaft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.